Ja, lustig, ha? Lustig für euch, ha? Wenn ein Rentner so daherkommt. Aber ich kann euch beruhigen, es ist diesmal nicht beim Radlfahren im Burgenland passiert. Da gibt es nichts zum Lachen. Von den Zehen bis zum Hals ist nicht viel passiert, weiter oben würde ich nicht rennen. Nein, ich habe eine neue Hüfte gekriegt in Graz im LKH. Wollte mit der Tram fahren, sehe ich schon, kein Platz, kein Sitzplatz. Ich steige ein, die Tram fährt weg, rutsch aus mit den Scheißstecken und bin schon da gegangen. Schreit so ein junger Spund schreit Oma, hörst du, Alter, hast du einen Gummi auf dich da? Was nicht hergefallen, habe ich gesagt, du Frechdachs, du, wenn dein Alter, dein Vater einen Gummi auf dich da hätte, hätte jetzt einen Sitzplatz. So schaut's aus, gell? So geht's halt die Rentner, gell? Die meisten werden ja wissen, ich habe früher in der Sparkasse gearbeitet. Und das war noch eine Zeit. Die Jungen früher und ich auch, die haben sich noch zu Tode geschunden in der Bank. Was gibt's da zum Lachen? Das war so. Heutzutage sind alles Beamte. Und der Beamte zu Tode schinden, das geht nicht. Sind Beamte da? Aufzeigen? Ja, jede Menge ist hier gesehen. Da, schaut's her, da. Das kennt sie nicht. Schweiß. Schweiß ist das, gell? Ja. Heutzutage. Ein Großneffe von mir wollte in der Bank anfangen und sagt, Onkel Dino, du bist mein Vorbild, stell dir vor, aber es gibt's auch. Hat er gesagt, ich möchte auch in der Bank arbeiten. Weißt du, was die Mami gesagt hat? Eine so eine Schande, was würden die Leute sagen, in der Bank arbeiten? Das kommt gar nicht in Frage. So schaut's aus. Aber für mich ist das alles Geschichte. Ich bin jetzt Rentner und mir geht's gut. Mir geht's gut. Und ja, und den Rentnergruß, keine Zeit, das ist für mich nichts. Ich habe mein eigenes Motto. Ich sage, arbeite ruhig und zufrieden. Was nicht fertig wird, bleibt liegen. Halte stets die Pausen heilig, denn nur Verrückte haben es eilig. Genau, genau. Und da, mit diesem Slogan geht es mir eigentlich nicht gut. Sehr gut eigentlich, wirklich. Naja, sehr gut. Wirtschaftlich, finanziell ist natürlich ein großer Unterschied jetzt gegenüber früher in der Bank. Gell? 18 Gehälter. 18 Monate hat das Jahr gehabt, stell dir vor. Jedes zweite Monat ein Doppelter. Man, als Normale war ein bisschen mitgekriegt, das ist schon klar. Dann habe ich immer gesagt, das ist ein Seuchenmonat und dann wieder ein Scheinsmonat. Seuchenmonat, Scheinsmonat. Und jetzt als Mindestrentner habe ich nur mehr Seuchenmonate. So schaut es jetzt aus. Aber ich habe eine gute Idee gehabt. Ich habe alles meiner Gerti. Schau, da ist ja sogar, da habe ich gekriegt, schau mal, was hinter ihm steht. Das Promi-Pensionistenpaar, ja. Und ich trage meine Gerti immer da am Herzen, gell. Und habe ich die Idee gehabt, ich gebe alles der Gerti. Ich meine, ich habe nicht viel, alles, was ich habe, gebe ich der Gerti. Und auch die Pension geht aufs Konto der Gerti. Ich sage, ja, bin ich eigentlich der Sozialfall jetzt, ne? Genau. Aber sie hat gesagt, das kann auch nicht sein, freiwillig gibt es immer in der Woche einen 50er. Jeden Montag beim Frühstück um 8 Uhr kriege ich für ihr ein paar auf die Hand einen 50er. Das ist schön für ihr, muss ich sagen, aber so viel ist auch wieder nicht. Ich muss jetzt denken, ich brauche am Tag zwischen 5 und 6 Achtel Wein. Mein 6 Achtel ist die Harmlosigkeitsgrenze, das sagt jeder Arzt, kann sich bestätigen. 6 Achtel kannst du jeden Tag trinken, da kann nichts passieren. Ab dem 7., 8., 9. wird es natürlich schwierig. Gell? Aber 6 Achtel, das musst du mal hochrechnen. 6 Achtel, das ist ein Stifterl. In der Woche sind das 7 Stifterl. Mit einem 50er geht es ja nicht aus. Nicht einmal im Buschenschank. Aber ich habe gute Freunde, die wissen, wie dreckig das mal geht. Sollen sie mal oft wieder Achtel eine Mischung, dann passt das schon. Gell? Und ein ganz anderer guter Freund von mir, der hat selbst gesagt, Dino, eigentlich hast du eine schöne Pension, sie hat nur einen Fehler. Sie geht aufs falsche Konto. Sagt, nein, so sehe ich das nicht, habe ich gesagt, weil die Gerti, die da, die, sie ist um 8 Jahre jünger, gell, sie hat ja länger was davon, sie soll das alles haben. Und ja, die Frauen werden ja sowieso, ihr wisst ja, die, werden ja, die leben ja länger, die Lebenserwartung der Frauen ist ja höher. Man weiß eigentlich, warum die Lebenserwartung höher ist, ist leicht erklärt. Erstens hat eine Frau keine Frau. Genau, Männer, hast du verstanden? Hat eine Frau keine Frau? In der Regel zumindest, ja. Und zweitens wird die Zeit, die eine Frau ein Leben lang fürs Einparken aufwendet, wird am Ende wieder gutgeschrieben.
Das ist ein etliches Jahr, macht das aus, stell dir vor. Etliches Jahr. Doch, jetzt ist was passiert. Das sage ich aber nur euch. Das weiß die Gerti noch gar nicht. Hör zu, auf einmal schaue ich auf mein Konto. Hallo, ein warmer Regen, 250 Euro sind drauf. Ja, wo kommt denn das her? Ja, von der BVA, Pensionsversicherung, 250 Euro, Schmutzzulage. Ja, super, aber damit denke ich mir, ich will schon beim Schalke ein bisschen anschreiben lassen und dann, sorry, und dann bleibt was ich noch. Dann denke ich mir wieder, gar ist eine Falschbuchung, kannst du nicht machen, weil dann musst du es wieder zurückgeben nach ein paar Wochen, dann bist du überzogen, darfst du nichts mehr als Rentner, darfst du nicht überziehen mehr, es ist ein Wahnsinn. Ja, und 250 Euro Abstand mit einem 50 in der Woche, das ist eine schwere Partie, das sage ich euch. Nein, habe ich gesagt, ich will auf Nummer sicher gehen, ich rufe an zur Pensionsversicherung. Nicht die Dame dran, hat nachgeschaut. Ja, der Betrag steht Ihnen 14 Mal im Jahr zu, hat die Dame gesagt. Sag sie, ja, es ist, wenn es so ist, bin ich sehr froh, aber wissen Sie, ich habe in der Bank gearbeitet, Schmutzzulage. Hat gesagt, ja, wissen Sie, die Schmutzzulage steht Leuten zu, die ihr Leben lang einen Dreck gearbeitet haben. Ja. Ich habe mich gleich aufgeregt. Ich war mit 12 Jahren schon rausgenächt und so weiter. Aber einen geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul, weißt du. Na, und das geht schon, mit den 250 geht es dann schon ein bisschen besser, gell? Ja, was mache ich sonst immer so? Keine Hektik, habe ich auch schon gesagt. Aber man nimmt halt gewisse Ämter an. Ich bin zum Beispiel auch Präsident jetzt vom Faschingsverein Gleisdorf. Sind auch liebe Freunde wieder da, Faschingsräte neu. Begrüße euch nochmal herzlich, freut mich sehr. Ja, nimmst an. Mache ich sehr gern. Ich repräsentiere den Verein nach außen, einmal in Villach, einmal in Völlbach, Glas, überall bist du eingeladen. Voll da, manchmal Achterlag, kostet nichts, gell? Ja, mache ich wirklich sehr gern. Bringe auch ein bisschen was, 385 Euro im Monat. Aber das ist brutto, muss ich noch versteuern, gell? Ja, dann bin ich jetzt auch Seniorenbeauftragter bei der FF Sulz. Das ist eine schöne Tätigkeit. Eine wunderbare Tätigkeit. Da halte ich es aber eher so wie eine alte Jungfrau, gell? Stets bereit, aber nie gebraucht. So ist es auch wieder nicht. Wir haben 19 Senioren zu betreuen. Und da ist immer was. Du musst anrufen, fährst hin, einen Ausflug organisieren. Jetzt haben wir mal eine Spendenaktion, also Spenden, Haussammlung für ein neues ELF. Gell? Haus zu Ausgang, die Leute sind sehr großzügig, wenn die Feuerwehr kommt. Nur bei einem Haus. Das darf ich gar nicht erzählen. Da ist es mir gegangen. Ich muss es erzählen, ich sage keine Namen. Kommst rein, gell? Sie empfängt die, er sitzt am ganzen Ende beim Tisch. Gell? Aber das ist zu 90% so, der Mann redet nichts, sie redet immer. Gell? 90%, gell? Sag ich, ja, da, das geht nicht, sagt sie. Sag, bist du so? Nein, Feuerwehr. Ja, warum nicht? Ja, schau, hat sie gesagt, jetzt war schon der Gesangsverein war da, dann 50er gekriegt, die Musi war da, dann 100er gekriegt. Feuerwehr, nein, Feuerwehr kriegt jetzt nichts. Sag ich, mir ist ja wurscht, wenn der Hütten brennt, soll die Musi spielen. Ja, leicht. Ruhe. Susanne! So kannst du gehen. So, und dann mache ich noch was jetzt. Ich mache so Grundkurse für angehende Pensionisten. Gell? Zum Beispiel der Herald Hansi ist angehender Pensionist. Der geht am 1.7. in Pension. Stell dir vor, der ist großer Chef gell, bei Wienerberger und ist für Baumeister zuständig, aber nicht Zirkel verkaufen. Die fliegen miteinander in der ganzen Welt, organisieren eine Feier zu anderen, essen, trinken. Und stell dir vor, der arbeitet bis zur letzten Sekunde so wie bei jeder Feier dabei und so weiter. Gell? Stell dir vor, der geht am 1. in Pension, der fällt in der tiefste Loch, wenn ich ihn nicht betreue. Den muss ich jetzt betreuen. Man fällt nicht viel an, aber er ist ein guter Freund, mache ich gern. Aber Achtel hat er mir gesagt, zahlt er mir schon hin und wieder, gell? Das finde ich wichtig. Aber ist auch nicht so sicher, weil meistens ist es so, grüß dich, der Geld hast du reingesteckt, zahlst du gleich mit. Weil 99% hat der Herr, der hat sich kein Geld reingesteckt. Aber das wissen nicht die meisten, gell? Da, der hat mir schon so viel, ja genau. Da, der hat mir schon so viel Geld gekostet. Er ist ja auch bei der Vorgemeinderat, Wirtschaftsvorgemeinderat, und dort den Sonntag immer ansammeln, auch, gell? Und dann, ich sehe schon, ich gebe dir mal 2 Euro. Ist ja nicht schlecht, gell, für einen Rentner, ne? 2 Euro, wenn ich ihm sehe, oh, 2 Euro rein, ich muss ihm 5 vergeben, weil es soll rascheln und nicht scheppern, hat er gesagt, gell?
Nein, und dann stell dir vor, mal 3 Euro mehr, jetzt rechne ich das auch, 5 Jahre ist es schon. 3 mal 5 ist 150 im Jahr, sagen wir immer, jetzt in Sonntag geht nicht. Ein Hunderter in 5 Jahren, 500 Euro hat mir das schon gekostet. 500 Euro habe ich extra müssen, schon, aber nur ein Euro sammeln geht, kannst du dir das vorstellen? Der hat mir schon selber gekostet, aber kriege ich nicht mehr zurück, aber hoffentlich der Herrgott wird es einmal irgendwie wieder vergelten und so weiter. Apropos Herrgott, dem bin ich sehr dankbar, muss ich sagen, das Wichtigste ist in der Rente, dass du gesund bist. Ne? Und das bin ich. Und sonst hast du den Arzt deines Vertrauens. Und das ist bei mir der Willi Kelz, Dr. Willi Kelz, der Nachbar da, Arzt meines Vertrauens. Und bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Wenn es irgendwas nicht so hinhaut mehr, kriegst du Pulver, geht wieder wie ein Junge, da funktioniert alles. Und den kannst du auch alles fragen, den kannst du alles fragen. Hör zu, normal wie früher immer an die Gerti Sänger geschickt alles, gell, die Anfragen. Den Willi kannst du alles fragen, er ist die Gerti Sänger von St. Margareten. Sag ich da, wirklich wahr, ist wunderbar. Wunderbar. Na, einmal war ich nicht so zufrieden jetzt mit dem. Da bin ich einmal durchgegangen, gesagt, Willi, ich brauche etwas, Prostata, was dir 63 Jahre. Gesagt, nein, hat er gesagt, Prostata kann für Rentner nicht mehr behandelt werden. Ich sag, Willi, was soll denn das heißen? Gesagt, nein, Prostata kann für Pensionisten nicht mehr behandelt werden, weil Pensionisten haben Zeit zum Pinkeln. Eigentlich eine Frechheit, oder? Ja. Nein, aber sonst bin ich schon sehr zufrieden. Er hat jetzt auch wieder eine Kur, habe ich wieder bewilligt gekriegt, schon die 6. Das ist schon nach einem Jahr wieder. Er hat gesagt, ja, schreib mal ein. Ich hat er gesagt, mit Moorpackungen hat er eingestellt. Ich habe gesagt, wieso hast du das eingestellt? Ich habe gesagt, erstens hast du schneller bewilligt gekriegt. Und zweitens, in meinem Alter muss ich mich sowieso an die Erden gewöhnen, hat er gemeint. Ja. Scheiß nicht, aber ja. Und meine Gerti, siehst du sie? Das sagt halt immer, ist auch im Alter halt, also leider hätte ich auch Alzheimer schon. Ich hätte immer vergessen, sein Heim kommen. Da ist ein Freund von mir gegangen, den ist wirklich. Er hat gesagt, ich hätte alles, aber alles 60 Jahre zu spät. Ich brauche nicht mehr Schulgang, ich brauche nicht mehr Arbeit, ich hätte Geld, ich habe Freunde, denen ich das erzählen möchte. Ja. Aber mir fallen deren Namen nicht ein. Ist tragisch, gell? Ist tragisch, ja. Aber was soll ich machen? Ich sage jetzt die Rentner. Rentner sind übrigens, wisst ihr, sind Menschen, die sich ja ohne Sex vermehren. Ne? Die Rentner. Ganz klar. Ja, bitte. Ja. Die vermehren sich ohne Sex, ist ja klar. Ne? Apropos vermehren, viele sind in meinem Alter auch schon Opa, ich nicht. Ich weiß ja, mein Sohn, der Christoph, ist ja Künstler, Zauberer unterwegs, kreuz und quer, oben und unten, hat auch keine Zeit noch nicht, aber wird schon werden. Ne? Aber ist auch ein Vorteil hin und wieder, weil ein Freund von mir, ein anderer ist gegangen, der ist schon Opa, das Folgendes passiert, da ist Kleid an der Tür, der kleine Einkantel schießt hin, kommt zurück, Mama, da ist einer an der Tür, der sammelt fürs Altersheim. Sag sie, ist gut, gib Opa mit. Kann mir nicht passieren, gell? Kann mir nicht passieren, ja. Einmal darf ich noch drin sein. Ich bin dann schon alt, fertig, ich könnte euch so viel erzählen in der Pension. 5 Monate Pension, ich könnte so viel erzählen. Eine Geschichte. Da oben stehe ich natürlich auch gern, da Kabarettbühne, gell? Normal mit meinen Freunden. Ich weiß nicht, wieso, dass wir auch wieder allein lassen haben. Wahrscheinlich wollen sie mit den alten Pensionisten nichts mehr zu tun haben. Aber was soll die Jungen? Die müssen nicht nach 20 Jahren, die verstehen ja nichts von der Pension, gell? Nein, aber hin und wieder ist so, bei den Proben für diese Veranstaltung da, ist halt hin und wieder auch länger mal geworden, gell? Und ja, ich muss sagen, am Tag, wenn irgendwie Gerti Rosenmann sagt, sie hat gesagt, Gerti Kreuzweh, nicht am Bluttag, so verschwindlich. Ja, okay, mach ich schon, mach sie dann, gell? Aber in der Nacht passiert nichts. Da, wo ich geh und steh, tu mir die Knochen weh. Aber wenn ich sitz und sauf, hören die Schmerzen auf. Da. Das ist wirklich so, das ist Tatsache. Und wenn es finster wird, da fällt da nichts. Und dafür, da ist es halt einmal länger dauert ein bisschen, bis nach Mitternacht, da ist schon gegen Frühjahr zu, gell? Und nächsten Tag wirst du halt wach dann einmal, ja, wach wirst du nicht, wirst du am 8. aufgeweckt, weil da geht dann der Staubsauger. Ah, im ganzen Haus, witzig, immer wenn es übernachtig bist, geht am 8. der Staubsauger bis zwei. Ich weiß ja nicht, ist eine blöde Mode, gell? Aber dann denkst du einmal, ich gesagt, wie war denn das gestern? Was so genau, weiß ich es nicht mehr, wie bin ich in den Heim gekommen, weiß ich auch nicht. Ja, dann schlafst du, wie schlafe ich gut, ich habe jetzt Mittag gerade so weiter geschlafen, trotz Staubsauger. Und dann kommst du, guten Morgen, Schatzi, gibst du Antwort. Was ja vorsichtig angeht, das alles. Du, Schatzi, noch 10 Minuten, wie war es denn gestern, wie ich heimgekommen bin, war ich laut? Du nicht, aber der Hans und der Hati, die Drogen haben. So kann es da passieren, gell? Ja, ja. Da.
ich muss sie selber lachen. Ich sage, Gerti, schau, das ist halt einmal so. Manchmal, sei froh, ich in meinem Alter, halt das noch aus mit den jungen Buben bis in der Früh durchhalten. Ja, Frauli, du Alter. Wollte ich gar nicht alles sagen, was ich gesagt habe. Dann, ja, ich sage, schau, Gerti, und dann haben wir so eine Gaudi gehabt. Schau, wir haben, weißt du, was wir gespielt haben? Wir haben einen Wettbewerb, einen Wettsaufen haben wir veranstaltet. Das habe ich gesehen. Und wer ist Zweiter geworden? Hat sie gleich gesagt. So sind die Frauen. Was wären die Männer ohne Frauen? Genau, glücklich. Genau, ja, genau, ja. Mein Gott, aber jetzt, ich denke, jetzt muss ich aufhören. Die Jungs von Viergespann warten schon auf ihren Auftritt. Aber eine Geschichte darf ich erzählen. Ich könnte euch noch eine Stunde warten. 5 Monate. Nächstes Jahr bin ich schon 1,5 Jahre in Pension. Was glaubst du, wie lange dass das dauert? So, nein, eine Geschichte. Hygiene, Männer. Geht's euch auch so? In der Früh das erste, guten Morgen. Hast du schon duscht? Ich sag, Gerti, entschuldige, ich habe gestern Tennis gespielt, aber ich habe auf Nacht duscht, dann dusche ich mich nicht in der Früh schwer. Du Saubart, hast du geschwitzt in der Nacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geschwitzt in der Nacht. Vielleicht im Traum oder was. Und dann geht es weiter, hast du schon rasiert, hast du schon zusammenputzt. Und dann, um 9:30 nehme ich das erste Achtel für die 6, weißt du? Harmlosigkeitsgrenze, und dann musst du aufpassen. Und manchmal denkst du nicht, wenn du einen Meter zubekommst, der hat eine Nase, das sage ich da, die Gerti. Du stinkst vernackert, putz dich jetzt ein. 6 Mal am Tag zusammenputzen, 6 Achtel. Nach jedem Achtel zusammenputzen. Also das kannst du vergessen. Das ist übertriebene Hygiene. Das ist schlecht, sagt jeder Arzt. Übertriebene Hygiene ist schlecht. Männer, ich sage euch eines jetzt. Bitte, einmal am Tag nur duschen, noch der heiße Boden. Einmal nur. Und maximal 5 Minuten. 5 Minuten, nicht länger. Warum? Weil nach 6 Minuten werden die Eier hart und nach 8 Minuten platzt das Würstchen. Danke!